Frau Dr. Bühning, wir haben wieder einen Debütanten bei den Regisseuren. Yuval Sharon, kennen Sie den? Ja, ich habe das schlaue Füchslein in Amiland, in Cleveland gesehen. Das waren Tiere, immerhin. Das Wahrscheinlich hat er sich deswegen qualifiziert, Schwan. Weil Füchslein Schwan ist ja nicht so wahnsinnig weit weg. Ne? Der Fuchs frisst den Schwan. Jetzt gucken wir mal, ob der Regisseur gefressen wird hier, oder? Wie wird das glaube ich nicht. Ich glaube, nach allem, was ich vorher von ihm gehört und gesehen habe, ist es ein ganz netter. Ja, und der hat ja auch, haben Sie dieses wunderbare Foto gesehen, der hat mit Christian Thielemann auch irgendwie das Wagner-Grab besucht. Es sah fast aus wie ein Verlobungsfoto. Das habe ich nicht gesehen. Hoffentlich sehen wir das jetzt gleich. Ja. Der Videopodcast 2018 wird Ihnen präsentiert von der Emtmannsberger Bank. Ja, obwohl ich mich sehr mit modernen Stücken beschäftige, muss ich sagen, moderne Stücke brauchen immer Inspiration von der Tradition. Und umgekehrt, ich glaube, die Tradition braucht auch diese neue Lüfte von neuen Stücken. Und dieser Zusammenhang, das ist auch eine Art Dialog zwischen Tradition und Innovation. Die müssen immer in einem Zusammenhang kommen. Also die sind Gesprächspartner. Wagner ist immer im Gespräch mit den neuen Leuten, die jetzt auch Gesamtkunstwerk auf die Beine stellen möchten. Und das finde ich sehr spannend. Die Oper hat auf jeden Fall eine märchenhafte Farbe. Es hat ein Gefühl von einem Märchen, aber Märchen soll man nicht unterschätzen. Also die haben auch ihre Schärfe, die haben auch ihre Schattenseite. Und ich finde es so schön in die Oper, wie es von einem Traumwelt, könnte man sagen, zu einem Albtraumwelt entwickelt. Und dieser Übergang von Traum zum Albtraum fand ich sehr spannend. Erster Akt, man könnte dieser erste Akt wirklich nur als ein einaktiger, glückliches Märchen betrachten. Ein Heldentat, eine Frau ist befreit, alle freuen sich, die Bösewichter sind erwischt. Alles ist dann wie gehofft und wenn sie nicht jetzt gestorben sind, leben sie immer noch. So ein Gefühl. Aber das Schöne an das Stück ist, es geht weiter. Es gibt dann einen zweiten Akt. Und es gibt einen dritten Akt. Und diese märchenhafte Figur von Lohengrin, die märchenhafte Farbe von Lohengrin, je länger es dauert, desto schmutziger wird es, desto schattenhaftiger wird es. Und das fand ich besonders spannend. Als ich angefangen habe, waren manche ästhetische Richtungen schon klar. Und das war mein Ausgangspunkt. Ich bin eigentlich relativ offen reingegangen, nicht mit fertigen Ideen, sondern bereit für einen Austausch von Ideen. Und diese Hin und Her zwischen mir und Nea und Rose war ein sehr spannender Dialog, die über die 2 Jahre gedauert haben und bis zur Premiere noch dauert. Ich glaube, das Schöne an Wagner ist die Widersprüche, die in sich lebt, die in seine Werke lebt und auch in diesem Haus lebt. Diese unglaubliche utopische Ideale einerseits und natürlich die schattenhafte Seite. Also das mischt sich in etwas ganz Tiefsinniges und extrem aufschlussreich in was die menschliche Seele betrifft. Also ich glaube, man kann unglaublich viel aus diesen Stücken rauslesen. Und die sind auch wirklich wie keine andere Oper, die ich kenne. Diese Werke von Wagner sind unerschöpflich. Man kommt nie zu einem Endpunkt mit diesem Stücke. Und das ist so großartig. Herr Bruck, das wird unglaublich blau. Ja, das ist ja sogar so blau, dass sogar das Gesamtkunstwerk irgendwie sogar noch auf das Hemd des Regisseurs übergegriffen hat irgendwie, ne? Blau ist die Farbe der Luft. Das ist eine Luftinszenierung. Und scheint so. Naja, es waren ja die Kinder, die da fielen, genau. Haben wir ja schon gesehen. Ne? Und ansonsten Diskurs und Utopie und was noch alles. Ich meine, das hatten wir schon mal. Ist schon richtig, aber auf der anderen Seite, ich denke mal, das Gute ist, in der Aufführung hört man den Regisseur ja nicht reden. Und das Bilder, ist wahr. Und die das Bilder sahen wahr. Schön aus, ne? Eigentlich. Die Bilder sahen klasse aus. Sehr rauchig. Ja, sehr rauchig, absolut durchraucht. Wobei ich finde ja auch schön, wenn man überlegt, bei einem Stück, wo man nicht fragen darf, wie die heißen, das Produktionsteam hat irgendwie hübsche Namen. Neo, Rosa, Yuval, klingt gut. Das ist irgendwie besser als nur Christian und Katharina. Die darf man ja auch befragen.